Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf diesem Arsch. Wir versuchen gerade dann noch was Sonnenblumen zu ernten vor dem Regen und vor Season Mod. In Jahreszeiten etwas mehr Realismus. Das heißt, auf gut Deutsch, wir müssen vorher abernten. Und die Sonnenblumen sind dann leider noch nicht reif. Deswegen fahren wir jetzt aktuell eine höhere Geschwindigkeit in der Hoffnung, dass wir zumindest keinen Regen bekommen. Wenn wir Regen bekommen, dann haben wir Pech. Gut Deutsch, gut Pech, oder müssen wir schauen, ob wir dann auf das Feld verzichten oder ob wir eine Folge nochmal die Ernte durchziehen. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich doch nicht. Ja, dass nun der Regen anfängt, das ist noch blöder, Anführungszeichen. Das heißt auf gut Deutsch, wir können doch nicht mal ernten. Was wir machen können, wir können die BGH betreiben. Den Rest flühen. Das ist natürlich äußerst ungünstig, weil der Regen hält in der Regel locker 12 Stunden an. Das heißt, die 120 werden wir durchfahren. Ich schaue mal, dass ich das trotzdem hinkriege. Natürlich muss der Regen aufhören. Wenn der Regen jetzt innerhalb der Zeit nicht aufhört, viel anhängen wollte ich eigentlich nicht. Oder wir machen Aufnahmepause und lassen wir weiter vorspulen. Wäre eine Option. Aber nicht mein Ding. Wenn wir die Soja noch ins Lager kriegen, können wir alles machen. Können auch noch mit dem Schwung in die BGH bringen. Zumindest ein Teil, dass wir ein bisschen noch Geld verdienen. Das düster. Hochpflicht ist auch an, aber naja, irgendwie ist es schwach. Ne? Das muss am Regen liegen, das ist Kurzschluss oder sowas. Keine Ahnung. Also, wieder mal dunkel, ne? Nehmen wir das, das ist allerdings. Futterbeschwagen. Ja, können wir auch machen. Ich habe das Gefühl, dass die Kühe schon trocken sind, also Hunger haben. Hoffen wir, dass wir noch genug haben. Was hieß, wäre das schlecht, der wird schon erst verhungert, glaube ich. Ich möchte aber noch die Sonnenblumen ernten. Das ist aber, wie soll ich sagen, saublöd. Erstmal nicht reif und dann ist das nicht, kommt der Regen noch hinzu. Das heißt, im Prinzip jetzt, wo es reif werden könnte, wird es nass. Saublöd. Ich habe wochenlang gespielt und keinen Regen gehabt. Jetzt, wo es auf ankommt, da Regen. Aber es könnte auch ein Patch liegen, 1.4, das ist nicht auszulesen. Also gehen wir von aus, dass das so ist. Aber was soll's, das kann man nicht ändern, ne? Wir müssen damit leben. Und Regen gehört dazu. So später der Schnee. Aber die Kühe sterben jetzt nicht. Das ist also die gute. Später werden wir 120 nicht spielen können. Der BGH gab nicht viel.
Er ist zu hoch, der LKW. Ja. Dann nehmen wir einen anderen LKW, der geht garantiert. Hängt an der Dachrinne. Oh, ist jetzt ungünstig. Strom wird auch schon fehlen, naja, gut. Gut, dann fahren wir den mal zum Hof. Sauwetter. Das war ja so nicht geplant. Ja. Aber was soll's. Schauen wir mal, dass morgen früh hell wird. Natürlich geben die Kühe jetzt keine Milch, wenn sie kein Futter haben. Wasser wird auch schon knapp sein. Gut, Wasserproblem haben wir ja nicht mehr, da gibt es eine Erweiterung. Da sollen Stellen entsprechende Wasserleitung legen. Was auch logisch ist. Vorbeigefahren? Nee, noch nicht. Einen haben wir noch. Ich könnte mal wieder fließen. Es wird gleich wieder hell und der Regen wird hoffentlich bald aufhören, was ich nicht so sehe. Also ein Dunkelfahren ist nicht so schön. Das Licht ist auch bitten schwach. Also entweder ist das an der Geschwindigkeit oder am Regen. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir so Stellenhänger hier. Normalerweise war ein besseres Glück suchen für. Aber in dem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Weil ich will unbedingt noch die Kühe versorgen, bevor das ja, Vorhersage sagt, kein Regen an, kein schönes Wetter mehr ist, was halt. Und der passt nämlich rein. Hauptsache der Anhänger passt auch rein. Jetzt wird es auch wieder heller. Der Tag beginnt. Wir kommen rein. Dann können wir da noch eine zweite Spur reinfahren. Der Hänger hat den Vorteil, der kippt über das Förderband ab und nicht über das Abkippen. So, Wasser ist dann drinne. Gut, haben wir Glück gehabt. Und Stroh auch. Ja, gut. 100%. Wir haben zwei Kühe mehr und wir werden gleich normal eine Fuhre. Die Sonne scheint zwar, ist hell, aber es ist trotzdem Regen. Der Hänger ist verdammt hoch. Jetzt ist der andere Hänger im Wege bestimmt. Ja, man sieht was. Ja, gut, ist ja nichts drin im Acker. Oh, gehen wir mal eine Mischration reinkippen, nochmal. Damit wir Vorrat haben jetzt in Zukunft. Vorhersage? Ja, Sonne, gut, in 12 Stunden. Möchte eigentlich normalerweise die Sonnenblume noch weg haben, damit wir sauber starten können, ein neues Zeitalter der Landwirtschaft hier. Und dann müssen wir ein Jahr warten, bis wir 22 kaufen oder 21 kaufen. Aber wer will denn schon das Alte anschauen, wenn das Neue schon da ist? Jetzt die andere Seite. Klärwerk, große Nachfrage, jojo. Bis dann haben.
Gülle oder Gärflüssigkeit, das könnte nur auskippen. Aber brauchen wir Fahrzeuge zu, und haben wir nicht. So, wieder 100.000. Wie gesagt, die Kühe sind hier jetzt fleißig beim Mampfen. Ja, bei 120. Ich hoffe, dass das auch noch schön wird, aber das sieht. Sonnenblumen sind reif. Nur bei Regen geht das nicht. Sonnenblumen haben keine Chance. Und was? So, mal gucken, mal schön. Noch lange nicht. Noch gerade mal jetzt im gelben Bereich. Jetzt können wir noch einen reinkippen. Und dann können wir den nächsten Mal anfangen wieder mit Heu, Silage, Stroh. Das können wir gleich machen. Tja. Gut, kann man nicht so genau gucken. Na ja, gut, dann wollen wir eine extra Folge machen. Ja. Extra Folge, ja, wann machen wir die am besten? Sonntag, was so schön ist. Das ist alles so rot. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich muss dazu sagen, wo es mit dem Filter und diesen Dings hier, mein Bild, mein Extra von der Webcam, war heute etwas schwierig einzustellen. Hintergrund. Der Ring hat auf, der Ring hat auf, der Ring hat auf, der Ring hat auf. Gleich starten. Keine Kursgenerierung. Eins, rundherum, zweimal, weich, da haben wir noch einen Kurs. Da haben wir noch einen. Ja, auf 12 nicht. Alles Quatsch. Eins. Gleich starten. Wie gesagt, erst mit dem recht schnell. Jetzt können wir auch die Geschwindigkeit auf 1 runtergehen. Er braucht 35 Minuten an extra lange Folge. Wäre sinnvoll. Ja, gut, dann mal gleich die Kühe versorgen. Einmal Futter. Das ist jetzt das Chiptuning, das ist jetzt nicht. Na, wo ist er jetzt? Da. Ja, den wollen wir schon nehmen, aber. Einmal noch Futter rein und dann geht das los. Im Grunde müssen wir noch Stroh und Silage reinfahren. Einmal Stroh, einmal Heu. Jetzt haben wir Heu. Heu ist zweimal. Ja. Wir müssen Kühe versorgen. So. Tag Küchen. So.
Jetzt haben die auch gut versorgt. Also jetzt haben sie bestimmt jetzt für 10 Tage fast. Milch haben wir auch schon gut. Ja. Leer, gut. Kommen wir gleich Heu. Oder machen wir das? Wir werden jetzt gleich zum Feld fahren. An dem anderen LKW her können wir ja nebenbei den anderen LKW machen, ja, mit einem kleineren Hänger. Das ist ja nicht so tragisch. Wir müssen laufen, laufen, 50%. Das wird eine lange Folge, aber das wird sich lohnen. Und können wir gleich richtig starten. Die Grasfelder werden da wahrscheinlich auch auf Null gehen. Heißt, die Gras ist da nicht weg. Es wird zwar aber auf Stufe 1 sein oder so. Können wir dann voll los starten und mit Düngen die Grasfelder, die wir haben, und dann können wir dann in aller Ruhe. Auch also alle Ruhe, wir werden dann gleich mit der Aussaat beginnen. Ne? So, wir wollen gleich mal gucken hier. Springen wir gleich rein in den Drescher, der hat nämlich Probleme. Oh, er zieht aber rum, du um die Ecke, du. Wie gesagt, mit 15 km/h, das ist ein Schneidwerk. Das ist schon besser wie mit 10 oder so, das muss man merken. Wird sich auch die Matchwerk rentieren zu nehmen. Ah, Baum ganz krass nach. So. Wenn wir mal gleich randüsen. Fahren wir mal richtig ran. Fahren wir über der Straße ran und dann können wir da oben dann gleich nächste Woche die Aussaat erfolgt, dann können wir nebenbei verkaufen. Dann werde ich gutes Geld verdienen. Dann können wir auch die BGA versorgen. Wir werden noch so ein Teil kaufen, eine Fräse, und dann haben wir schön die Silage vom Bunker ausleeren. Eine Runde alle. Das ist gut geplant, ne? Sonnenblumen. Aber mit dem neuen Patch ist es jetzt anders im Wetter. Es ist weitaus wechselhafter. Ist aber auch interessant. So. Der kann gleich weiterfahren. Und dessen werden wir gleich den zweiten LKW nehmen. Und Heu und Silage in den Silo fahren. Erstmal fahren wir 2 Fuhren Heu. Und dann fahren wir eine Fuhre Silage und eine Fuhre Stroh. Dann werden wir in naher Zukunft wieder Stroh einfahren müssen. Aber dann nicht so eilig ist das nicht. Oder das Lager erweitern, mal ein Silo dazu nehmen. Können wir mit Stroh anfangen, aber mit Heu, das ist egal. Nehmen wir einmal Heu. Die Lager sind 4000. Heu. Dann werden wir Heu machen müssen demnächst. Mein gut, wenn der Stall richtig voll ist, dann reicht das für 10 Tage und 10 Tage ist eine lange Zeit. Ja,
zweiten dazu nehmen, weiß auch nicht. Wäre eine Option, ne? Halbe Zeit. Leider ist ja schon. Gut, wir hängen ein bisschen was an. Na, das machen wir anders. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ich werde das noch Rest fertig machen. Oder nicht? Ja, ja, ich mach's fertig. Sonst haben wir Probleme. Und eine vierte Folge und fünfte Folge am Sonntag ist auch zu viel. Dann seid mal Tschüss. Ciao, ciao. Man sieht sich dann. Neuen Zeitalter mit Season. Ciao.